Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es ist 18 Uhr und wir müssen, da die Übertragung gleichzeitig stattfindet, jetzt auch pünktlich beginnen. Ich freue mich, dass ihr heute zu uns gekommen seid, und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass Klaus Dörre, der heute und in den letzten Tagen ja schon einiges an Terminen abzuarbeiten hatte, zu uns gekommen ist. Herzlichen Dank, lieber Klaus, dass du da bist. Mein Name ist Erhard Korn und ich bin aktiv in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Baden-Württemberg und seit über 50 Jahren auch in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Bin ausgebildeter Hauptschullehrer und habe mich, so wie sich Klaus, mit den Umbrüchen in der Industriegesellschaft beschäftigt, stark beschäftigt mit den Umbrüchen im Bildungssystem und mit den Zukunftschancen benachteiligter Jugendlicher. Wir werden heute Abend uns schwerpunktmäßig mit dem Buch, dem neuen Buch von Klaus, beschäftigen. Das heißt, die Utopie des Sozialismus, Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution, das ich allen sehr ans Herz legen möchte. Und der Autor Klaus Dörre ist jetzt noch. Klaus, du näherst dich ja auch langsam dem Ende deiner aktiven Laufbahn, befürchte ich. Ja, so schnell geht's nicht. Es wird bis mindestens Ende 24 noch dauern. Ah ja, aber das ist ja absehbar. Also du bist seit 2004 in Jena, dort für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie zuständig und beschäftigt dich mit den Dynamiken der Transformation der Industriegesellschaft und der Arbeit. Du bist Herausgeber des Berliner Journals für Soziologie. Und wenn man auf deine Internetseite guckt, findet man eine lange Liste von Veröffentlichungen. Frag mich ehrlich gesagt, wie du das überhaupt schaffst, so viel zu schreiben. Ich auch. Ich will nur zwei, außer unserem heutigen Titel, einen anderen Titel noch hervorheben, 2020. Also im letzten Jahr hast du ein wichtiges Buch geschrieben über Arbeiter, Arbeiterinnen und Rechtsradikalismus, das auch viele Diskussionen hervorgerufen hat. Du hast in deinem Buch angedeutet, dass du zu einer Generation gehörst, deren vornehmste Aufgabe geworden sei, abzutreten. Ich hoffe nicht, dass das wirklich ernst gemeint ist, trotz deinem Finger. Ich hoffe, dass der das auch nicht inspiriert hat. Denn Michael Brie hat in einer, finde ich, sehr informativen Besprechung im Dezemberheft von Sozialismus deinen Essay, also dieses Buch, das du Essay nennst, ein Standardwerk kritischer Sozialforschung mit dem Ziel der aufklärenden und visionären Begleitung der Bemühungen um eine Nachhaltigkeitsrevolution genannt und ein Handbuch für Aktive in sozialen und politischen Bewegungen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr großes Lob, und der Christoph Lieber verspricht sich von deinen Anregungen, dass die Konfliktachsen der Zangenkrise, über die wir nachher sicher noch sprechen werden, durch eine solche Neuorientierung überwunden werden können. Er hofft sich einen Beitrag zur Überwindung von Alternativlosigkeit. Und die zwei Stichwörter, die er damit anspricht, ist natürlich der Climate Turn bei den Gewerkschaften, vor allem natürlich, wenn wir hier in Stuttgart von den Metallern reden, natürlich auch in der Metallindustrie, Werkzeugbau und Automobilindustrie, und umgekehrt dann Labour Turn in der Klimabewegung, die sicher daran denken muss, die Frage der sozialen Durchsetzbarkeit von Klimaforderungen wieder in den Blick zu nehmen. Du schreibst, lieber Klaus, in deiner Selbstverortung redest du davon, dass die Klimabewegung für dich jetzt ein neuer Kraftquell geworden wäre. Du bist ja 57 geboren und geprägt durch eine Bewegung, eine Aufbruchbewegung, hast die Studentenbewegung ja nicht mehr mitgemacht, bist noch ein bisschen jünger als ich, aber doch danach noch einen revolutionären Aufbruch erlebt, wie du schreibst. Wir hatten 75 in Wiel die Bauplatzbesetzung.
und damit nach meinen Lebenserfahrungen einen Beginn einer ersten Ökologiebewegung, so würde ich das Ganze vielleicht jetzt mal nennen, einer Grünalternativbewegung, mit der du sicher sympathisiert hast und die für dich, sagen wir mal, so etwas wie einen linken Aufbruch beinhaltet hat, so wie viele andere Entwicklungen in Europa und die damaligen Aufbrüche der Befreiungsbewegungen. Die erste Frage für mich wäre jetzt, Klaus, erhoffst du dir von der jetzigen Klimabewegung, also von der zweiten Klimabewegung, ähnliche Impulse? Eindeutig ja. Das beruht jetzt weniger auf Analyse als sozusagen aus persönlichem Erleben. Das ist ja der Ausgangspunkt des Buchs. Beginnt mit einer Vollversammlung, Studierendenvollversammlung in Leipzig, zu der ich als Referent geladen war. Ich hatte ehrlich gesagt keine so hohen Erwartungen. Und dann kam ich in ein prall gefülltes Audimax. Das reichte aber noch nicht aus. Davor standen hunderte von Studierenden, die nicht mehr reinkamen, aber alle geblieben sind und die Students for Future mitgründen wollten. Das war, die Initiatoren waren der SDS, der Linkspartei nahesteht, das Interventionistische Linke und so weiter. Aber da waren ganz viele Leute, die mir hinterher auch gemailt haben und gesagt haben, es sei das erste Mal, dass sie sich überhaupt politisch engagieren. Und für mich war so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis. Die Veranstalter hatten mir gesagt, mach es nicht so radikal, wir fangen erst an und wir wollen jetzt nicht, dass das alles gleich wieder auseinanderläuft. Und mir, wie das da bei Vorträgen manchmal so ist, gingen die Pferde durch. Und ich hatte so einen Passus drin, der auch im Buch vorkommt, mit dem Paragraphen 15 Grundgesetz, der die Sozialisierung regelt. Und ich habe dann vorgeschlagen, sozusagen die Sozialbindung des Eigentums zu erweitern um Nachhaltigkeitsziele und das mit dem Paragraphen 15 zu koppeln und damit die Eigentumsfrage zu stellen. Und habe dann so rhetorisch in den Saal gefragt, wer ist der Meinung, dass große Unternehmen, die Klimaziele nicht einlösen, sozusagen dem Druck der Sozialisierung ausgesetzt werden müssen, enteignet werden müssen. Und dann fing der Saal an zu toben. So war das. Und das hatte dann Folgen. Wir haben beispielsweise parallel zum Soziologiekongress in Jena dann einen Klimaratschlag gemacht, der veranstaltet wurde von den Leipziger Initiatoren. Und so weiter und so weiter. Und wir kommen vielleicht noch drauf, das hat sich dann auch in praktische Bewegung umgesetzt, etwa in Bündnissen von Klimabewegungen und Verdi bei der letzten Tarifrunde im öffentlichen Personennahverkehr. Das war für mich so das Schlüsselerlebnis. Ich will aber einschränkend eines dazu sagen. Ich nehme schon auch wahr, die Debatten in der Klimabewegung, die so um die Frage kreisen, jetzt waren wir so viele und haben so wenig erreicht. Die Debatten, ob man radikaler werden müsse. Und soweit radikaler meint, die Klimafrage zu verbinden mit der Frage nach einem gesellschaftlichen Systemwechsel, finde ich das richtig. Was jetzt aber, sagen wir mal, militante Aktionen angeht, Gewaltoptionen, da bin ich außerordentlich skeptisch. Ich bin sehr skeptisch, wenn es in Aufrufe zum Wahlboykott mündet. Ich habe so eine Rede leider auch aus dem Spektrum meiner Leute hier in Jena im Arbeitsbereich gehört, auf der letzten Klimastreik-Kundgebung. Das würde ich eher für problematisch halten, nicht? Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass diese weltweite Klimabewegung, sind ja eigentlich Bewegungen, dass die ein unglaublicher Kraftquell für progressive Veränderung von Gesellschaft sein können. Und ich glaube, dass es eher so ist, dass die Linke, gesellschaftliche, auch die politische Linke noch gar nicht entdeckt hat, welcher Kraftquell das ist. Ja, ich hoffe, dass wir da dran gehen. Also ich denke, für alle, die jetzt noch in meinem Alter aktiv sind, waren natürlich diese Aufbrucherfahrungen in der Jugend prägend. Insofern gebe ich da natürlich recht. Aber wir haben dadurch auch die
viele Niederlagenerfahrungen gemacht. Und das will ich jetzt mal nicht von den großen Niederlagen reden, 89. Ich war 1998 in Magdeburg zu einem Gewerkschaftskongress. Und als wir ausgestiegen sind im Hauptbahnhof in Magdeburg, da war gleichzeitig ein grüner Parteitag in Magdeburg. Und einer unserer Mitdelegierten, der damals schon sehr ökologisch eingestellt war und alle Wege mit dem Fahrrad gefahren ist, hat dann gesagt, ja, jetzt guck mal, jetzt kommen die Grünen an, die werden jetzt alle in die Jugendherberge gehen, während wir im Hotel als Gewerkschafter übernachten. Als wir dann im Hotel angekommen sind, hat sich natürlich herausgestellt, dass auch die Grünen nicht in der Jugendherberge übernachten. Das war seine erste große Enttäuschung. Aber die wirkliche Enttäuschung, die er erlebt hat, war natürlich, dass am nächsten Morgen, als wir dann mit der Straßenbahn aufgebrochen sind zu unserem Tagungsgebäude, eine ganze Flotte von VW vor der Türe stand und die ganzen grünen Delegierten mit einer von VW gesponserten Fahrzeugflotte in ihr Tagungsgebäude gesehen sind. Also soweit die Anekdote. Was ich heute sehe, ist, dass natürlich die zweite Klimabewegung diese historischen Erfahrungen der ersten Ökologiebewegung vielleicht noch nicht wirklich kennt. Denn dieser Parteitag von 98 war eigentlich das Ende der ersten Ökologiebewegung ein Stück weit. Also ich habe ja gesagt, 75 angefangen, Wiel, großes Bündnis auch von Bauern und Studenten, auch viele Linke und Linksradikale dabei. Aber dann wurde bei diesem Parteitag 98 beschlossen, dass die Energiebepreisung realistisch erfolgen sollte unter Berücksichtigung von ökologischen Gesichtspunkten, also Themen, die du heute auch aufgreifst. Und das war damals, hat die Grünen gefordert, 5 Mark, D-Mark damals noch, ne? Das weiß dann wieder jeder, glaube ich, für den Liter Benzin, hat eine riesen Gegenbewegung hervorgerufen und letztlich dazu geführt, dass die Grünen diese Forderungen nicht in ihr Regierungshandeln übersetzt haben, denn ein Jahr später sind sie ja in die Regierung gegangen, die erste Regierung. Sie haben nicht nur ihre ökologischen Ansprüche verloren, sondern sie haben, obwohl sie anderes beschlossen hatten auf diesem Parteitag in Magdeburg, sie haben auch dann aktiv interveniert in den Jugoslawienkrieg gegen ihre Beschlüsse. Also nach meiner Lebenserfahrung war eben dieser Aufstieg der Grünen, der Eintritt in diese Regierung mit Schröder, war eben ein Stück weit das Ende dieser ersten Ökologiebewegung und hat sicher Frustrationen hervorgerufen, wie wir sie heute auch sehen. Also ich denke, die Ökologiebewegung, auch die zweite, sollte sich doch ein bisschen mit diesen historischen Erfahrungen befassen. Das trifft sicher zu, wenngleich ich jetzt deutlich andere Zugänge habe. Also für mich war Wühl, Startbahn West auch schon sozusagen ein politisches Thema. Aber ich komme ja sozusagen aus dem Spektrum, das man heute als Arbeiterbewegungsmarxismus bezeichnen würde, also Abendrot und so weiter. Wir haben schon auch die ökologische Frage gesehen, aber sozusagen die analytische Durchdringung, also die Bedeutung des ökologischen Gesellschaftskonflikts für moderne kapitalistische Gesellschaften, ich glaube, das war unterbelichtet bei uns. Und das hat auch zu fatalen politischen Konsequenzen geführt. Also das war immer seltsam, nicht? In Wühl gab es auch, glaube ich, einen Kommunisten vor Ort, ich glaube sogar einen Fischer, der einer der führenden Köpfe der Bewegung war. Und gleichzeitig hatte man aber in der DKP-Position die ernsthaft argumentiert haben, dass die Kernkraftwerke in der Sowjetunion und im Staatssozialismus was anderes seien als die Kernkraftwerke im Kapitalismus, nicht? Das war natürlich, also das habe ich nie geglaubt, aber ich bin sozusagen immer auch beeinflusst gewesen von diesem Wolfgang Abendroth-Satz, ja, das sind Gesellschaften, diese staatssozialistischen, an denen vieles zu kritisieren ist, aber darüber reden wir nicht. Wir verteidigen sie, weil der Keim einer neuen Gesellschaft enthalten ist. Ne? Ich bin dann zur ökologischen Frage eigentlich gekommen, politisch über die Auseinandersetzung mit Trampert und Ebermann. Also ich
es wird jetzt ein bisschen großsprecherisch klingen, aber in Marburg gab es selten eine größere Versammlung, wo ich die Redeschlacht nicht halbwegs siegreich beendet habe. Das war bei Ebermann und Trampert anders. Die waren eingeladen von so einer grün-alternativen Gruppe am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. Es war auch ein nicht volles Audimax, aber ein riesiger Hörsaal, knallvoll. Und ich habe dann argumentiert gegen Ebermann. Die hatten gerade ihr Buch rausgebracht, Ebermann und Trampert, die Zukunft der Grünen. Das war im Grunde eine ökosozialistische Fibel, könnte man sagen. Ja, man munkelt, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass das letzte Kapitel von F.O. Wolf geschrieben worden sei. Das werdet ihr mal fragen, ob das stimmt. Egal. Jedenfalls, ich habe gegen Trampert und Ebermann argumentiert und dann kam Ebermann und hat gesagt, also mit einem schauspielerischen Kniff, ich war selber mal Arbeiter, sogar mit Helm, wie du dir die Arbeiter vorstellst. Der Saal gröhlte, ich war völlig erledigt, ich brauche gar nichts mehr, brauche nichts mehr zu sagen. Ja. Also das war sozusagen, wo ich deutlich merkte, da ist eine Dynamik entstanden, die ich auch weder analytisch noch politisch einhole. Und in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung war dann das Buch von Ulrich Beck Risikogesellschaft für mich der ausschlaggebende Punkt. Also da, glaube ich, habe ich zum ersten Mal verstanden, welche tiefe Bedeutung trotz aller Kritik an dem Beck der ökologische Gesellschaftskonflikt für moderne kapitalistische und auch nicht kapitalistische Gesellschaften hat. Und die kritische Auseinandersetzung mit Beck habe ich im Grunde schon so geführt, ich habe den hart kritisiert, aber im Grunde die Kernthesen in einer kritischen Fassung sozusagen dann auch in das Spektrum reintransportiert, mit dem ich verbunden war in Marburg, gründete sich dann damals bei Frank Deppe eine kleine Gruppe namens Marxistischer Arbeitskreis. Und das Buch vom Beck war eines der ersten, was wir gelesen haben. Ein Mitglied dieser Gruppe war zum Beispiel Hans-Jürgen Urban, dürfte einigen bekannt sein, heute Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der IG Metall. Und wir haben uns über Ulrich Beck heftig gestritten. Also ich war da sehr viel positiver als der Hans-Jürgen. Aber das ist sozusagen der Beginn meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung im ökologischen Gesellschaftskonflikt. Und manche Formulierungen in dem neuen Buch, etwa das mit dem Sozialismus als Suche nach einem Notausgang, einem Haltegriff, ich glaube, die finden sich schon in dieser 1988er Schrift Risikokapitalismus, als ich den Beck kritisiert habe. Ja, ja. Also ich frage nach diesen Themen, weil mich doch das eine oder andere an die damaligen Diskussionen erinnert, ne? Vielleicht kann ich eine Sache noch sagen. Also für die neuen Bewegungen ist es sicherlich wichtig, auch die Geschichte zu kennen. Aber sie stehen natürlich auch vor einer neuen Situation. Also der Klimawandel gibt uns wenig Zeit zu reagieren, wenn das nicht aus dem Ruder laufen soll. Und das ist etwas, was wir vielleicht so in der Raketenauseinandersetzung auch so empfunden haben. Aber heute ist es noch anders, weil man darf eigentlich auch nicht zulassen, dass eine Ampelkoalition, was immer man von ihr hält politisch, nichts tut. Ja? Also eigentlich muss man sie fordern und mindestens das durchsetzen, was unter solchen Bedingungen durchsetzbar ist, natürlich mit Druck von unten und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Situation, die auch jetzt nicht mit den klassischen Diskussionen um Reform und Revolution in den Griff zu bekommen ist. Wie interveniert man unter solchen Bedingungen, wir kommen sicher noch drauf, der Zangenkrise tatsächlich so, dass dringend nötige Veränderungen passieren? Ja, aber warum ich dieses Thema anspreche, ist ja nicht so diese persönliche Biografie, sondern erstens mal der Blick, dass damals schon vieles angedacht wurde, was eigentlich fast wieder vergessen wurde. Und das heißt die Einsicht, dass auch solche Bewegungen in Wellenbewegungen ablaufen, wie eigentlich fast alle Bewegungen. Wir werden jetzt eine Aufwärtsbewegung haben in der Klimabewegung, aber es wird eine Abwärtsbewegung geben wird. Und das Zweite, was man daraus lernen muss, glaube ich, dass es nicht bloß darauf ankommt, was man will und welche Ansprüche man stellt und was man an Problemen beschreibt, sondern auch die Frage, wie man diese Probleme überhaupt angehen kann und mit welcher Strategie. Und das wird ja das Thema sein, über das wir nachher aussprechen wollen. Jetzt sprichst du ja in deinem Buch von Utopie. Wir sind ja hier im Blochland natürlich, ne?
und kennen dadurch alle das Prinzip Hoffnung, auch wenn es die wenigsten Leute gelesen haben, als Prinzip Hoffnung. Jetzt schreibst du aber gleichzeitig sprichst du von Zukunftsutopie und auch von Bloch, der kommt ja auch bei dir vor, schreibst aber gleichzeitig davon, dass die gesellschaftliche Linke Sektierertum und Selbstzerfleischung als, wie schreibst du, Lieblingsbeschäftigung pflegt. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen. Ja, also man merkt das ja in allen Debatten, die wir gegenwärtig führen, um Klasse, Klassenpolitik, ökologischen Gesellschaftskonflikt, dass viele ältere Semester, so wie wir beide, dann doch dazu tendieren, die einmal für richtig befundenen Wahrheiten wieder verteidigen zu wollen. Nicht? Da kommt das Stichwort Klasse und man sieht die Chance gekommen, endlich das, was man immer für richtig gehalten hat, wieder für richtig zu erklären. Das Gleiche gibt es beim ökologischen Gesellschaftskonflikt. Also ich glaube, dass ein Grundproblem der Linken insgesamt ist, dass sie die Neigung besitzt, nicht mehr zuhören zu können, nicht mehr in der Lage zu sein, Argumente anderer aufzunehmen, das mal zu prüfen, ob da nicht doch was dran ist, was man aufnehmen kann, sondern von vornherein kommt mit einem Verdikt, das immer so klingt, als sei man im Besitz der absoluten Wahrheit und alle anderen daran misst. Das kann nur schiefgehen. Ja. Ich hoffe, dass mir dieser Fehler in dem Buch nicht unterlaufen ist. Ich hoffe, dass deutlich wird, dass ich keineswegs die Absicht habe, ein fertiges sozialistisches Modell als die einzige Wahrheit zu präsentieren, sondern dass es mir nur darum geht, einen Diskussionsvorschlag zu machen, der dann zu debattieren, zu kritisieren, zu erweitern, zu ergänzen, zu verwerfen ist. Aber über die Frage muss geredet werden. Was das Stichwort Utopie angeht, da bezieht sich das ja auf den Engels. Und diese Schrift, die alle kennen oder viele kennen, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, wo er drei Kapitel aus dem Anti-Düring, also einer Streitschrift, gegen einen Vertreter des arischen Sozialismus, Herrn Düring, wo er drei Kapitel nimmt und die zu einer Broschüre zusammenfasst, die dann eigentlich die Schrift gewesen ist, die in der damals marxistischen Sozialdemokratie oder marxistisch werdenden Sozialdemokratie als Schulungslektüre gedient hat und verbreitet war. Also deshalb bezeichnet man den Engels auch als Erfinder des Marxismus, weil er gewissermaßen versucht hat, die marxische Theorie zu popularisieren, unter anderem mit dieser Schrift. Wenn man die richtig liest, wird man merken, dass der nicht für Utopieverzicht plädiert, der Engels. Da ist er schon fehlinterpretiert, sondern er wendet sich im Grunde gegen eine Tendenz der utopischen Sozialisten, fertige Modelle zu schreinern, an denen dann die Realität gemessen wird, nicht? Also diese Tendenz sehe ich eher dort, wo ich die neue deutsche Ideologie vermute, also in einer Variante kritischer Theorie, die nach dem Muster verfährt, was umso besser für die Wirklichkeit, wenn sie unseren Ideen folgt. Ja? Also der Kollege Honneth hat mir gegenüber mal so einen solchen Satz formuliert im Frankfurter Institut. Nicht? Also das war im Handgemenge. Ich will ihn darauf, jetzt würde ich ihn nicht darauf festnageln wollen. Aber in der Auseinandersetzung beispielsweise mit Hartmut Rosa habe ich häufig den Eindruck, dass sozusagen im Grunde eine idealistische Theorie formuliert wird, die ein bisschen an das erinnert, was die Junghegelianer gemacht haben. Nicht? Da war ja der Engels, war auch der Marx immer kritisch, aber wo jetzt meine Kritik ansetzt, das ist die Behauptung von Engels, dass sich sozusagen in der Entwicklung des Kapitalismus allgemeine Gesetzmäßigkeiten entdecken lassen, die zum Sozialismus tendieren. Das würde ich verwerfen. Es gibt Regelmäßigkeiten, man kann selbstverständlich soziale Mechanismen entdecken bei der Kapitalismusanalyse, aber es gibt nichts, was auf etwas hinauslaufen würde, was im Marxismus-Leninismus dann historische Mission des Proletariats genannt wurde. Es gibt keine Mission, die das Proletariat zu erfüllen hätte. Davon muss man Abstand nehmen. Und man muss natürlich auch Abstand nehmen von den staatssozialistischen und anderen Sozialismusmodellen, die sich als anti-emanzipatorisch, vorsichtig gesagt,
erwiesen haben. Kann ich, wenn gewünscht, gerne noch mal was dazu sagen. Sondern ich setze stattdessen auf, dass die Sozialismen des Industriezeitalters verblichen sind, auch in ihren Ideengerüsten, dass es aber nach wie vor gute Ideen gibt, an die man anknüpfen kann, auch beim Engels. Und dass wir aber wieder lernen müssen, das ist der entscheidende Punkt, uns eine bessere Gesellschaft überhaupt wieder vorstellen zu können. Also mein Kollege Reckwitz hat im Spiegel mal die Frage gestellt, ob Gesellschaften eigentlich auf Dauer überleben können, die nur von Dystopien leben. Also von der Erwartung, es wird immer noch schlimmer. Meine Antwort ist nein. Und wenn man sie auf die politische Linke bezieht, dann ist sie doppelt nein. Und ich glaube, dass man da einen gordischen Knoten durchschlagen muss, einen Zirkel, der immer so läuft. Redest du über das, was möglich ist, kommt immer als Kritik, wo ist die Vision? Wo ist die Utopie? Haben wir Vorstellungen von einer alternativen Gesellschaft, für die es sich zu kämpfen lohnt? Und wenn man das formuliert, dann kommt die Gegenkritik, wie sollen wir es denn erreichen? Ja, und so kann man sich immer schön selbst in einen Ohnmachtszirkel hinein manövrieren. Und da wollte ich einfach gegensteuern und wollte sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Versuch. Ich denke schon, dass die Linke auch positiv eine Menge zu sagen hat über das, wie die künftige Gesellschaft aussehen soll. Und dazu müssen wir aber ganz im Sinne Blochs Utopiefähigkeit wieder entwickeln, aber nicht in einem Sinne, dass wir jetzt scholastische Gebäude malen, sondern dass wir uns auch genau anschauen, wo bitteschön es in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften schon Dynamiken und Ansatzpunkte gibt, die über den Kapitalismus hinausweisen. Also keine nicht geerdete Utopie, das wollte auch der Bloch nicht. Der hat ja gesagt, also gegen die Hoffnungslosigkeit und die Angst hilft am besten, dass man ihre Ursachen benennt und sie klar macht. Ja, das kann man ja nachlesen im Prinzip Hoffnung. Und ich glaube, oder zumindest war es der Impuls oder mein Impuls, so agieren zu wollen. Ja, also den utopischen Überschuss schon zu verbinden mit einer gnadenlos realistischen Analyse. Ja, also herzlichen Dank für den Hinweis auch auf Engels. Ich denke, Engels ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man einen Gedankenansatz, so könnte ich jetzt mal vielleicht sagen, auch auf neue Gebiete anwenden sollte und neue Entwicklungen aufgreifen sollte. Er war unter anderem ja auch schon in seiner Frühschrift auch jemand, der sich nicht bloß mit politischer Ökonomie beschäftigt hat, sondern einen sehr aufmerksamen Blick hatte auf die soziale Realität und auf die ökologische Realität in England damals. Er hat einen Blick auf Seuchen gehabt. Und deswegen komme ich jetzt gleich mal zum aktuellen Thema Pandemie, das du ja in deinem Buch auch ansprichst. Wir hatten ja am Anfang dieser Pandemie so ein bisschen eine Diskussion, dass aus der Pandemie so etwas wie eine neue Gesellschaft der Solidarität oder eine neue Solidaritätswelle entstehen könnte. Man hat dann den Leuten zugeklatscht, die versucht haben, mit dieser Pandemie fertig zu werden. Faktisch haben wir aber, und das beschreibst du ja sehr ausführlich, dann auch neue Spaltungen bekommen durch die Pandemie. Wir haben sowohl international als auch national eine Steigerung der Spaltungen arm-reich. Wir haben noch mehr jetzt eine Spaltung zwischen Menschen, die eher zum Individualismus neigen und einen Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte vehement und teilweise mit Gewalt ablehnen, und anderen, die das Solidarprinzip teilweise auch überstrapazieren. Wir haben eine Querdenker. Also meine Frage wäre einfach, würde es eine klassenpolitische Antwort auf die Pandemie geben? Wäre sowas möglich? Also da würde ich jetzt noch nicht unbedingt mit Klassenpolitik argumentieren, sondern mit Georg Lukács. Das, worum man im Moment kämpfen muss, ist die Zerstörung, also gegen die Zerstörung von Vernunft vorzugehen. Da sehe ich eigentlich die vornehmste Aufgabe. Und ich muss ganz offen sagen, das, was ich da gegenwärtig erlebe mit den Querdenkenbewegungen, das beunruhigt mich zutiefst. Und das ist im Buch gar nicht behandelt. Das löst bei mir Assoziationen an den Aufstieg des italienischen Faschismus aus. Mussolini und Co. sind aufgestiegen durch eine Bewegung, die von links nach rechts geführt hat.
Der war ja in der Sozialistischen Partei organisiert, damals eine revolutionäre, maximalistische Partei. Als die Faschisten damals noch eine Sekte sich gegründet haben, haben sie das komplette Programm der Sozialistischen Partei übernommen. Und das nur mit einem Zusatz versehen, nämlich Gebietsansprüche Italiens und eine interventionistische Position in der Kriegsfrage. So haben wir angefangen. Und es war eine Mischung aus Umformulierung linker Themen und des Zeigens des Willens zur Macht durch gezielten Regelbruch und die Anwendung von Gewalt, brutalster Gewalt. So, und sicher haben wir heute andere Zeiten, aber das, was ich gegenwärtig erlebe, ich sage das jetzt gerade, weil wir ja bei der RLS Baden-Württemberg sind, das sind gestandene Linke, die ich erlebe, die plötzlich auf Querdenken-Demos mitlaufen, das Impfen verweigern mit dem Argument, da das sei eine Aktion, die den Great Reset herbeiführen solle. Damit ist gemeint ein Zusammenbruch des Kapitalismus und eine Neuformierung aus dessen Trümmern. Das wird dann dem Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums zu Davos zugeschrieben. Der hat auch ein Buch dieses Titels veröffentlicht. Also ich sehe mit größter Sorge, wie gestandene Linke plötzlich Verschwörungstheorien anheimfallen. Ich sehe, wir haben das gerade im Beirat der Schweizer Zeitschrift Widerspruch ausgetragen. Tove Säulern, eine Feministin, die ich sehr schätze wissenschaftlich, die auch mit dem Landnahmetheorem arbeitet, die mit ihrer feministischen Gruppe auf Querdenken-Demos, die heißen in der Schweiz anders, gegen die Corona-Politik der Regierung Stellung bezogen hat. Demos, die organisiert worden sind von der rechtspopulistischen SVP und auch Neonazis. Demonstrieren kann man ja gegen das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie. Da gibt es viel zu kritisieren, das ist für mich gar keine Frage. Aber doch niemals gemeinsam mit Faschisten. Da darf es keine Gemeinsamkeit geben. Ja, und das ist der Punkt, wo ich eisenhart wäre. Ja, also bitteschön, alles ist zu kritisieren. Selbstverständlich kann man den Ausnahmestaat der Pandemie kann man kritisieren, insbesondere jetzt zur vierten Welle. Die hätten wir nicht in dieser Weise kriegen müssen, wenn die Politiker während des Wahlkampfs die Wahrheit gesagt hätten. Ja, wenn die Maßnahmen frühzeitiger eingeleitet worden wären, wenn sie so eingeleitet worden wären, dass sie gut begründet gewesen wären und sozusagen nicht zusätzlich spalten. Ja, das alles kann man kritisieren, aber doch bitteschön nicht mit Faschisten gemeinsam auf Demos gehen. Und das kann man auch nicht runterspielen. Ja, also der Sturm auf den Reichstag, das war genau das, was die italienischen Faschisten gemacht haben, gezielter Regelbruch, zu zeigen, wir können das. Ja? Und man sieht gerade jetzt hier in Thüringen, in Sachsen, wie das eskaliert. Die gehen über die Faschisten zu Formen des zivilen Ungehorsams, die melden in Sachsen 600 Kundgebungen an. Da kann die Polizei nicht überall sein. Ja? Und dann demonstrieren sie am einen Ort, demonstrieren am anderen Ort. Selbst in einem Städtchen wie Greiz kommen 1000 Demonstranten und gehen auf die Polizisten los. Ja? Also gezielter Regelbruch und die symbolische Geste, wir können das, wir schaffen das, wir setzen uns durch. Und das ist eine sehr gefährliche Bewegung, die von links nach rechts führt. Es sind sehr unterschiedliche Leute, sehr unterschiedliche Motivationen bei diesen Querdenkengruppen. Mein Sohn hat gesagt, bei der ersten Leipziger Demo, er war bei den Gegendemonstranten, wir konnten gar nicht blockieren, weil vom Habitus her sahen die uns völlig ähnlich. Ja? Hippies, Anthroposophen und so weiter, die haben sich gar nicht unterschieden äußerlich von uns. Ja? Und was wollen wir da eigentlich machen? Ja? Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, auf die wir noch überhaupt keine Antwort haben, glaube ich. Also da müssen wir nochmal genau überlegen, wie wir da eigentlich vorgehen. Ja? Und ich glaube, es braucht eine Mischung aus beinharte Auseinandersetzung. Also ich würde mit Tove Säulern immer solidarisch diskutieren, ihr aber auch deutlich machen, wo ich nicht mit ihr übereinstimme. Und also ich habe was Ähnliches erlebt in der Attac-Gruppe in Schwäbisch Hall, wo auch diese Polarisierung gewesen ist. Ich würde immer sachlich diskutieren, aber es gibt eine Grenzlinie. Niemals zusammen mit Faschisten und Rechtspopulisten. Das ist der entscheidende Punkt in meiner Meinung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das, was wir gegenwärtig erleben, ist eine gezielte Zerstörung der Vernunft von rechts. Es wird eine Impffrage, also kann man sehen, Wissenschaft basiert ja immer auf
Selbstzweifel. Ja? Jede wissenschaftliche Position muss angezweifelt werden, sonst gäbe es keinen wissenschaftlichen Fortschritt. Das heißt, man findet zu jeder Frage, zum Impfen, zu Corona, immer wissenschaftliche Minderheitenpositionen. Aber Zerstörung von Vernunft ist, diese Minderheitenpositionen aufzublasen und zur verbindlichen Politik erklären zu wollen. Das geht nicht. Das würde bedeuten, dass man den Konsens auflöst, den man in der Gesellschaft braucht, um überhaupt noch diskutieren zu können. Und da ist es nun mal der Staat alleine, der verbindliche Standards setzen kann, was die Hygienefrage angeht. Das hat der Engels übrigens völlig richtig gesehen. In einem neuen Vorwort zu seinem heute Klassiker, die Lage der arbeitenden Klasse in England, geht er auf die Seuchenpolitik der britischen Regierung ein und argumentiert, dass die Verbesserung des Lebensstandards im Londoner East End vor allen Dingen daher rührt, dass die Bourgeois Angst hatten, von Seuchen erfasst zu werden und sie deshalb eine Hygienepolitik eingeleitet haben, die die schlimmsten Umstände der Seuchenverursachung im Londoner East End beseitigt hat. Nicht? Also er sieht das sehr genau, was staatliche Politik dann in einer solchen Situation zu leisten hat. Ja, also ich denke, diese Diskussion müssen wir weiterführen und ich glaube, du hast recht. Also es ist vielleicht auch wichtig, nicht vorschnell Etiketten dran zu kleben, sondern sich genau mal die Entwicklungen anzugucken. Die Anthroposophen hast du ja schon angesprochen, sind aber auch eine ganze Menge von Leuten aus dem linksalternativen Milieu und aus der Protestbewegung gegen Stuttgart 21, die man dort findet. Ja. Es wäre sicher voreilig, die gleich alle aufzugeben. Jetzt will ich aber schnell rüberkommen, natürlich zu den wichtigen Themen, die wir heute noch haben, anderen wichtigen Themen. Es geht ja auch um die Nachhaltigkeitsrevolution in deinem Buch vor allem. Da sollten wir schnell noch drauf kommen. Die begründest du mit der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise und gebrauchst auch noch den Begriff kapitalistische Landnahme. Die Frage ist, ist die Pazifizierung von Klassenkonflikten heute so an Grenzen gestoßen, dass wieder von einer Revolution gesprochen werden muss? Oder müsste man das Motto von Rosa Luxemburg, Sozialismus oder Barbarei, heute jetzt übersetzen in Sozialismus oder ökologischer Kollaps? Also Letzteres könnte man so formulieren. Ich würde immer noch einflechten, dass man aber nicht übersehen sollte, welche Handlungsmöglichkeiten es bereits gibt innerhalb der kapitalistischen Hülle. Es wäre falsch, die zu übersehen. Aber Zangenkrise und Nachhaltigkeitsrevolution, das müsste man, glaube ich, nochmal erklären, was damit gemeint ist, weil das nicht alle nachvollziehen können. Also Zangenkrise, ökonomisch-ökologische Zangenkrise besagt, dass das seit der ersten industriellen Revolution wichtigste Mittel zur Befriedung sozialer Konflikte im Kapitalismus, nämlich die Erzeugung von Wirtschaftswachstum, dass dieses Mittel unter Status-Quo-Bedingungen, das heißt hohem Ressourcenverbrauch, hohem Energieverbrauch und hoher Schadstoffbelastung durch Kohlenstoffe, bei Fortführung oder bei Eintreten des Wirtschaftswachstums notwendig zur Aufschaukelung ökologischer Großgefahren führt. Ökologischer Großgefahren wie dem Klimawandel. Also Gesellschaften unseres Typs befinden sich in einer Situation, die man als zwischen Skylla und Charybdis bezeichnen könnte. Bleibt das Wirtschaftswachstum aus, vergrößert sich die soziale Not, stellt es sich ein, wachsen die ökologischen Gefahren. Wir können das für das Jahr 2020, wir hätten das auch schon 2009 sehen können, in Zahlen ablesen. Also 2020 mit den weltweiten Lock- und Shutdowns sind die klimaschädlichen Emissionen so weit zurückgegangen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Insgesamt im Jahresdurchschnitt 2020 weltweit um 5,6% Rückgang. Das reicht übrigens immer noch nicht aus, um den Klimawandel zu stoppen. Ja? Da würde man 7,5% Rückgang brauchen jährlich. Immerhin hat es das gegeben. Aber es hat es um den Preis einer weltweiten wirtschaftlichen Rezession gegeben, die allein 73 Millionen Menschen
zusätzlich in extreme Armut getrieben hat, die dazu geführt hat, dass der Hunger weltweit wieder zugenommen hat, die soziale Ungleichheit vergrößert hat, die Menschen in existenzielle Nöte wirft und die auch in Deutschland sich als Entsolidarisierungstreiber und Ungleichheitsverstärker erwiesen hat, wie in allen kapitalistischen Ländern oder auch weltweit, nicht? So, und diese Sküller- und Charybdis-Situation, die wir im Grunde in den Grundzügen kennen seit den ersten Studien des Club of Rome, ist jetzt in einem Stadium, wo man sie wirklich als Krise bezeichnen kann. Krisen sind ja qua Definition immer zeitweilige Erschütterungen, die ein Ende haben müssen, um sie als Krisen bezeichnen zu können. So, und für die ökonomisch-ökologische Zangenkrise gilt, dass es inzwischen, nur deshalb ist der Krisenbegriff gerechtfertigt, politisch definierte Ziele gibt, die ein Ende dieser Krise festlegen, also Dekarbonisierung etwa der europäischen Wirtschaft bis 2045. Das ist ein klares Ziel, ja. Die dann dazu führen, dass, wenn diese Ziele runtergebrochen werden, wie etwa bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft, wir jetzt in Kernbranchen des Wirtschaftsmodells erleben können, dass ein dramatischer Umbau bevorsteht, der eigentlich nur vergleichbar ist in seiner Bedeutung mit der ersten industriellen Revolution. Das betrifft vor allen Dingen 6 Branchen. In Baden-Württemberg kommt zuerst immer das Auto, nicht? Und dann kommen die SUVs. Da macht sich alles fest, auch die linke Kritik. Das ist bis zu einem gewissen Grade richtig. Aber die wichtigste Branche, die sich ändern muss, die man eigentlich zertrümmern muss, ist die Finanzindustrie. Ja? Wir haben weltweit eine Entkoppelung der Vermögen von der wirtschaftlichen Leistungskraft. Und das bedeutet, dass das, was Aktientitel, Zertifikate und so weiter ausdrücken, Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in der Zukunft sind. Und genau das erzwingt diese Wachstumsdynamik, die ich angesprochen habe. Ja, da müssen die Veränderungen ansetzen. Aber es berührt natürlich den gesamten Verkehrssektor, es berührt den Energiesektor, den Gebäudesektor, es berührt die Landwirtschaft. Also im Grunde die Kernbranchen unsere Wirtschaftsmodelle. Ja. So, und eigentlich gibt es nur 2 Optionen als Auswege. Die eine Option ist, es gelingt, darauf setzt die Ampelkoalition, das Wirtschaftswachstum zu entkoppeln von seinen ökologischen Folgeschäden. Ich habe Zweifel, dass das gelingen kann. Oder aber man sucht nach Gesellschaften, die noch nicht existieren, die sich vom Zwang zu raschen, dauerhaften Wirtschaftswachstum befreien und emanzipieren. Und das wäre der Weg zu einer neuen sozialistischen Utopie. Das wäre für mich der Begriff der Zangenkrise, nicht? Und die Nachhaltigkeitsrevolution ist zunächst mal eine Produktivkraftrevolution. Also nichts, was der Klassenkampf zunächst mal herbeiführt, wenngleich der damit verbunden ist. Das muss man sagen, ja. Ja, du, jetzt sind wir ja beim Zentralthema, glaube ich, deines Essays. Du zeigst ja unter dem Titel Sozialismus oder nachhaltiger Sozialismus, Umrisse einer nachhaltig-sozialistischen Gesellschaft. Und die müssen, und das ist das Neue, glaube ich, an deinem Buch, müssen so klar wie möglich gezeichnet werden, schreibst du, damit alle wissen, worauf sie sich einlassen, wenn vom Sozialismus der Zukunft die Rede ist. Und du dröselst dann auf, denn die Rechtsverhältnisse, Abendbrot hast du schon angesprochen, Grundgesetz, mit der Möglichkeit der Sozialisierung und Vergesellschaftung, die Wirtschaftsdemokratie, also die Wirtschaftssteuerung, die Kreislaufwirtschaft, die Produktion langlebiger Güter, die Mobilität und nachhaltigen Mobilitätssysteme. Wäre es dir möglich, innerhalb von 5 Minuten so ein paar Kernpunkte dieses nachhaltigen Sozialismus zu skizzieren? Ich versuche das mal. Also ich habe ja nicht zufällig mit den Rechtsverhältnissen angefangen. Beziehe mich da auf die Pistorius, eine neuere Schrift zu transformativem Recht, und argumentiere, dass ein erster wichtiger Schritt, um zu sozialistischen Gesellschaften zu kommen, darin besteht, dass man so etwas schafft wie ein transformatives Recht. Ein erster Schritt würde zum Beispiel sein,
sich eine Abkehr zu vollziehen von den Indikatoren des Bruttoinlandsprodukts für Wachstum und gesellschaftliche Entwicklung und sie durch Entwicklungsindikatoren zu ersetzen, die zum Beispiel die ökologische Destruktivkraft des Wirtschaftswachstums offenlegen. Also ein kleines Beispiel, als ich in China war, hat mir ein Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften erzählt, sie hätten mal für 2005 berechnet, wie eigentlich die ökologischen Folgeschäden des Wirtschaftswachstums aussehen. Und die Zahlenverhältnisse waren so, dass alles, was wuchs, im Grunde aufgefressen wurde durch die ökologische Destruktion, die das Wirtschaftswachstum angerichtet hat. Es gibt eine Menge Vorschläge, auch von einflussreichen Ökonomen, Stiglitz und andere, die schon Indikatoren entwickelt haben, die Wachstum durch Entwicklung ersetzen. Dazu würde auch gehören, dass man zum Beispiel Leistungen, die durch unentgoltene Arbeit, nicht bezahlte Arbeit erbracht werden, dass man die einfügt in Entwicklungsindikatoren und so weiter und so weiter. Das wäre ein erster Schritt, transformatives Recht. Ich habe schon angesprochen, also die Kopplung der Sozialbindung des Eigentums, die Erweiterung der Sozialbindung des Eigentums und Nachhaltigkeitsziele verbunden mit dem Sozialisierungsparagrafen. Das wäre etwas, was ich unter transformativem Recht verstehen würde. Das zweite Element ist die Eigentumsfrage. Die halte ich nach wie vor für zentral, ganz wie Marx und Engels. Allerdings kann die Alternative zum privatkapitalistischen Eigentum nicht das Staatseigentum sein. Das haben wir in den realsozialistischen Ländern gesehen. Selbst im jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus ist es so gewesen, Gilas und andere haben das ja kritisiert, dass die Arbeitskollektive dazu tendierten, sich das Mehrprodukt, das sie erzeugt haben, lieber auszahlen zu lassen, als zu investieren. Also das ist hochproblematisch. Deshalb plädiere ich für verschiedene Formen eines kollektiven Selbsteigentums, wo etwas gewährleistet wird, was das staatssozialistische Eigentum nicht gewährleistet hat. Da gab es kein Eigentümerverhalten, wenn man so will. Ja? Für die Häuser und so weiter hat sich niemand zuständig gefühlt, die im Staatsbesitz waren. Entsprechend haben sie ausgesehen. Kollektives Selbsteigentum würde heißen Kollektiveigentum, aber mit einer persönlichen Verantwortung der Eigentümer, etwa in Mitarbeitergesellschaften. Wenn es nach mir ginge, dann wäre Mercedes-Daimler eine Mitarbeitergesellschaft. Das Unternehmen würde den Mitarbeitenden gehören. Sie hätten zu regeln, wer reinkommt, wer nicht und wie dessen Status ist. Und selbstverständlich hätten sie Abgaben an die Gesellschaft zu leisten und hätten aber ein entscheidendes Mitspracherecht bei dem, was dort produziert würde. Und dann sehen die Produkte anders aus, als sie gegenwärtig aussehen. Das würde ich beispielsweise auch für Tesla vorschlagen, wo das dringend nötig wäre, ja, im Brandenburger Werk, das nur mal nebenbei. Das dritte Element wäre demokratische Umverteilung. Also um es ganz kurz zu machen, das Klimawandelproblem wird oft als ein rein ökologisches behandelt. Es ist aber auch ein Gerechtigkeitsproblem. Wenn man die europäischen Haushalte nimmt, da hat es seit 1990 eine deutliche Reduktion der Emissionen um ca. 25% gegeben. Aber das oberste 1% der Haushalte, der reichsten Haushalte, hat bei den Emissionen um 5% zugelegt. Und die unten sind diejenigen, die kleinen Portemonnaies sind diejenigen, die oft erzwungen sozusagen die Leistung erbracht haben, die zur Reduktion von Emissionen geführt haben. Das bedeutet, wenn man da die Gerechtigkeitsprobleme nicht verschärfen will, dass man dafür Sorge tragen muss, dass man den oben, den unten nicht mehr zumutet als den oben. Damit fängt es schon an. Der Kern wäre aber das Umsteuern auf eine Produktionsweise, die langlebige Güter und nachhaltig erzeugte Dienstleistungen beinhaltet. Was meint das? Das würde meinen, ich erkläre das immer gerne an dem Löwe-Opta-Radio, das ich von meinem Vater geerbt habe und das dann 60 Jahre gehalten hat, ohne die kleinste Panne. Und nur weil uns die Ultrakurzwelle abgeschaltet worden ist, musste ich das auf den Boden tragen. Also wir brauchen solche langlebigen Produkte, die über Jahrzehnte Bestand haben können. Das kann man technisch alles machen. Das kann man für Autos, Schränke, Kleidung und so weiter machen. Diese Produkte, die dann konsumiert wurden, wären natürlich deutlich teurer als das, was wir jetzt haben, weil die industrielle Massenproduktion wegfallen würde. Wir würden gewissermaßen übergehen zu Qualitätsproduktion flächendeckend, wenn man so will.
Wenn man diese Preise bezahlen will für solche Güter, etwa für Nahrungsmittel zu Preisen, die auch die Produzenten gewissermaßen befriedigen, also die denen ein Auskommen, ein gutes Auskommen ermöglichen, dann bedeutet das, dass vor allen Dingen die untere Hälfte der Einkommen deutlich angehoben werden muss. Sonst kriegen wir die Polarisierung, wenn man denn noch Fleisch isst an der Fleischtheke, aber auch am Gemüsestand und überall sonst. Und wir kriegen sie auch bei den sozialen Dienstleistungen, weil die einen sie bezahlen können und die anderen sie nicht bezahlen können. Von Bildung über Mobilität bis sonst was. So, das wäre gewissermaßen der Kern. Dauert zu lange jetzt wahrscheinlich. Ne? Deute vielleicht nochmal an, was zwingend nötig ist. Eine demokratische Planung dieser Prozesse. Als Beispiel plädiere ich dafür, Bundestagswahlen nicht nur zu Wahlen zu machen, die reine Parlamentswahlen sind, sondern über die vorhandenen Ressourcen abzustimmen nach Präferenzen, ähnlich wie bei einem Bürgerhaushalt, aber die Einkommensseite mit einzubeziehen. Und damit aber auch demokratische Prozesse vorzuziehen, wenn die Entscheidungen gefällt sind, gelten sie für die Gesellschaft und die Verbindlichkeit wächst, je tiefer die Entscheidungsebene, wenn man so will. Das wäre ein Element von Wirtschaftsdemokratie. Und eine Sache will ich vielleicht noch ansprechen, weil die oft für Diskussionen sorgt. Ich plädiere für die Institutionalisierung von Doppelherrschaft, wenn man so will. Also keine Abkehr vom Parlamentarismus, ganz im Gegenteil, dessen Intensivierung. Ich halte fest an der liberalen Demokratie, aber sie soll gefordert werden durch Transformations- und Nachhaltigkeitsräte, die sich möglichst jetzt schon bilden sollen in der zivilen Gesellschaft, die zunächst mal nur die Aufgabe haben, das soll und ist bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele auf jeder Entscheidungsebene öffentlich zu prüfen und zur Diskussion zu stellen. Das würde bei Nichteinhaltung zur Delegitimierung herrschender Politik führen, die aber dann unter sozialistischen Bedingungen die Aufgabe haben sollten, in die Investitionsentscheidungen und die Planungsentscheidungen einzugreifen und eine optimale Beteiligung der demokratischen Zivilgesellschaft an solchen Prozessen zu beinhalten. Ja, und die Arbeitsprozesse würden sich auch gewaltig verändern. Der alte utopische Traum von Thomas Morus, den er schon hatte für seine Insel Utopia. Wir arbeiten 6 Stunden und dann aber deutlich effizienter als jetzt, weil wir es auch selbst bestimmt tun. Und dieses verbunden mit der Aufhebung nicht der funktionalen, aber der positionsbezogenen Arbeitsteilung, weil wir selbst in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft im Zuge unseres Lebens arbeiten würden. Ich wäre also nur eine Zeit lang Professor, dann würde ich möglicherweise irgendwo im sozialen Dienstleistungsbereich arbeiten und so weiter. Und das alles könnte sehr viel bereichernder sein für uns. Das wäre so die Art der Gestaltung von Arbeitsprozessen, die da angedeutet ist. Steht aber noch sehr, sehr viel mehr drin. Das kann ich einfach nicht kurzer zusammenfassen. Das trifft sich doch in vielem mit dem, was wir in den Gewerkschaften diskutieren. Also die Frage der Arbeitszeit, der Lebensarbeitszeit und der Tages- und Wochenarbeitszeit ist sicher auch ein Thema, das wir als Gewerkschaften nicht aus dem Auge verlieren. Also ja, vielleicht kann ich eine Sache doch noch sagen. Ja. Das Ganze fängt ja mit einer Vision an. Ne? Vielleicht hätte ich die erst mal vorlesen sollen, weil stimmt, kommt dann in der Debatte wieder das Auto und so weiter. Also ich würde mal darauf hinweisen, meine Vision geht so: Der Klimanotstand ist ausgerufen, es gibt demokratische Entscheidungsprozesse in den wichtigsten europäischen Ländern, dann setzt die Nachhaltigkeitsrevolution ein, die führt zum Beispiel dazu, dass auf den Autobahnen keine Pkw mehr fahren, sondern nur noch wasserstoffgetriebene Busse, dass es ein optimal vernetztes Verkehrssystem gibt, wo sich jeder sozusagen individuell die besten Mobilitätsträger rauspicken kann, wo Mobilität zu einem öffentlichen Gut wird. Das ist die Vision, nicht? Und das muss ich dann nicht in jedem einzelnen Kapitel immer wieder neu betonen. Das gibt es aber auch für andere Lebensbereiche auch, etwa für den landwirtschaftlichen Sektor, den ich für ganz zentral halte. Ich plädiere dafür, sozusagen auch die ländliche Lebensweise zu einem öffentlichen Gut zu machen. Bauern werden dann Landschaftsgärtner, gewissermaßen, die für den Erhalt des Brauchtums der kulturellen Vielfalt auf lokaler zuständig sind. Das weiß ich doch, dass in jedem kleinen baden-württembergischen Dorf man irgendeine Spezialität hat oder irgendeine Besonderheit oder irgendeine Geschichte oder irgendein Fest,
Siehst du, diese Sachen, die müssen sozusagen hervorgehoben werden. Deshalb wird der Sozialismus der Zukunft gar nicht eintönig und gleichmacherisch sein, sondern der wird die Vielfalt, die kulturelle Vielfalt und Individualität überhaupt erst fördern. So wie wir das jetzt gar nicht haben im Zeitalter der Kettenrestaurants, die auf jedem Flughafen gleich aussehen und so weiter. Das vielleicht nochmal so als Anregung, damit es nicht ganz so dröge klingt. Ja, ich schließe gleich mal einen Werbeblock an. Es ist ein Buch, das sich gut lesen lässt. Ist nicht akademisch überfrachtet und es enthält wirklich viele Anregungen, darüber nachzudenken, wie wir zu einem besseren Leben bekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt jetzt langsam euch dann auch für die Diskussion melden. Wir beide gehen jetzt hier in die Endrunde und wir öffnen jetzt in ein paar Minuten die Diskussion dann für euch, sodass ihr eure Fragen und auch kritischen Einwände dort einbringen könnte. In meiner letzten Frage würde ich jetzt einfach nochmal auf die Transformationsstrategie eingehen. Ich hatte ja am Anfang schon angesprochen, den Grünen Parteitag von Magdeburg, der für die Grünen zum Fiasko geworden ist, weil anschließend sie zwar in die Regierung kamen, aber nur sehr, sehr geschwächt und eine Wahlniederlage erlitten haben. Da war unter anderem war diese Forderung nach 5 Mark für Benzin dabei. Aber das war eine zweite Geschichte, die damals hochgekocht wurde. Das war, dass eine grüne Abgeordnete gefordert hat, dass man nur noch alle 5 Jahre mal in den Urlaub fliegen durfte. Das hat den Grünen dieses Image eingebracht der Bevormundung und das Vorschreiben des alles. Und er merkt, dass es das immer noch gibt. Was ich damit sagen will, ist natürlich, diese Ziele müssen eigentlich jetzt verbunden werden mit einer Strategie, mit einer Übergangsstrategie, mit einer Transformationsstrategie, die Menschen auch mitgehen können. Und da wäre jetzt meine letzte Frage an dich, lieber Klaus. Strategie und Bündnispartner, was für eine Linke brauchen wir? Linke im gesellschaftlichen Bereich, welche Impulse zur Strategiediskussion kannst du uns noch mitgeben? Ui, das wäre jetzt alleine ein abendfüllendes Thema, nicht? Machen wir gern mal. Ja. Ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt. Also morgen erscheint bei der Zeitschrift Luxemburg ein Statement von mir zur Zukunft der Linkspartei. Da versuche ich mich zu positionieren und eine wichtige Frage ist natürlich, wie geht man damit um, dass die Linkspartei nicht nur nahezu die Hälfte ihrer Stimmen verloren hat, sondern bei Arbeitern und unter Gewerkschaftsmitgliedern überdurchschnittlich. Ja. Das ist, glaube ich, eine zentrale Frage für linke Politik. Bevor ich dazu komme, wie man das vielleicht beantworten könnte, würde ich auf Folgendes hinweisen wollen. Erstens glaube ich, dass es sinnvoll ist, einen normativen Maßstab für linke Politik zu formulieren. Da habe ich ja für viele vielleicht überraschend den Vorschlag gemacht, die 17 Nachhaltigkeitsziele als normative Grundlage auch linker Politik anzuerkennen. Wohlgemerkt, die 17 Sustainable Development Goals sind nicht sozialistische Politik, aber eine Minimalgrundlage, auf die man auch die Eliten verzichten kann und hinter die man nicht zurückfallen kann. Also Ziel 1, die Überwindung aller Formen von Armut weltweit bis 2035. Ja, könnt ihr jetzt weitergehen? Ziel 10, die Verringerung von sozialer Ungleichheit. Ziel 3, Health weltweit und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber das wäre für mich ein Ansatzpunkt, vor allen Dingen auch deshalb, weil diese Ziele universell gelten, weil sie von Nord und Süd akzeptiert werden und weil sie die soziale und ökologische Zielsetzung in ihrem Spannungsverhältnis zusammenbringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt wäre für mich, dass man auf dieser Grundlage natürlich für Mehrheiten streiten muss. So, und ich finde diesen Streit um Identitätspolitik versus Klassenpolitik für völlig unsinnig. Also der Erhard hat es ja schon gesagt, als ich politisiert worden bin, direkt durch die 68er-Bewegung über Referendare, die aus Marburg an meine Schule kamen, da war völlig klar, wir haben die Klassenfrage entdeckt, aber wir kämpfen auch, wie selbstverständlich, für die Streichung des Paragraphen 218.
Ja. Und für lange Haare. Und die langen Haare, also das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Meine waren sehr dunkel und über Schultern lang. Jede Beatclub-Sendung, die ich sehen wollte, führte zum fast Nahkampf im Elternhaus. Und wenn der Friseur kam, der zu uns nach Hause kam, habe ich mich im Bad eingeschlossen. Und man musste Gewalt anwenden, um mich unter die Schere zu bringen und so weiter. Ich will das gar nicht auswalzen. Aber wir haben natürlich auch gegen einen kulturellen Konformismus unserer Arbeiterelternhäuser gekämpft, der ja sehr zwieschlächtig ist. Nicht? Der duldet keine Streikbrecher, aber der duldet auch keine Abweichler. Homosexualität, lange Haare und so weiter. Dagegen haben wir immer gekämpft. Und das darf man nicht auseinanderreißen. Ja? Also im Grunde waren die emanzipatorischen Bewegungen immer dann besonders erfolgreich, wenn sie beides zusammengebracht haben. Das muss auch heute wieder gemacht werden, wenn man um Mehrheiten kämpfen will. Und das ist dringend nötig. Also es wäre doch verrückt, mit einem vordergründigen Plädoyer für Klassenpolitik die Kämpfe um Geschlechtergerechtigkeit gegen Rassismus und so weiter in irgendeiner Weise abwerten zu wollen. Es kommt vielmehr darauf an, das Gemeinsame, das Verbindende zu entdecken. Also das Manifest für Feminismus für die 99% von Nancy Fraser und anderen, das ich da sehr ausführlich zitiere am Schluss des Buchs, das ist der Geist, in dem ich auch operieren wollen würde. Wir müssen alle sammeln, die unzufrieden sind mit dem Kapitalismus und ihn überwinden wollen. Und da kann es unterschiedlich gewichtete Gründe dafür geben. Aber zwischen denen müssen wir nach Gemeinsamkeiten suchen. Das ist die einzige Zukunft, die eine sozialistische Linke wirklich hat. Sie muss alle sammeln, die sozusagen an Systemtransformation, an Systemüberwindung nach links tatsächlich interessiert sind. Egal, ob sie das Ziel jetzt sozialistische Utopie nennen oder Postwachstumsgesellschaft oder radikalen Humanismus, wie auch immer. Bezogen auf die Klassenverhältnisse finde ich, dass man Folgendes überdenken muss und dann mache ich erstmal Schluss. Ich gehe nicht mehr davon aus, dass wir von einer einheitlichen Lohnarbeitsklasse sprechen können in den entwickelten kapitalistischen Ländern. Wenn man, das ist ja nie so gewesen, dass der Marx und der Engels gewissermaßen die Arbeiterklasse entdeckt haben, weil sie Mehrheiten repräsentiert hat oder weil sie die Mehrheit war. Das war das unwichtigste Argument. Das Argument von Marx und Engels ist immer gewesen, wir müssen nach denjenigen suchen, die aufgrund ihrer Stellung im Produktionsprozess das Wissen und die Kenntnisse haben, die Gesellschaft aus ihren Angeln zu heben und was Neues zu machen. So, und wenn man das als Kriterium nimmt, glaube ich, müssen wir Folgendes sehen. Wir haben inzwischen in allen entwickelten kapitalistischen Staaten und im Süden sowieso, im globalen Süden sowieso, eine Unterklasse, die nicht einmal mehr industrielle Reservearmee im marxischen Sinne ist. Also wenn die Wirtschaft anzieht, einrolliert in den Produktionsprozess, sondern die faktisch überflüssig ist aus der Perspektive des Kapitals. Und genauso behandelt wird in den Vorstädten, den französischen Vorstädten, in den schwarzen Ghettos in den USA und so weiter, aber auch bei den Dauerbeziehern von Hartz IV, bei uns, den illegalen Migranten und so weiter. Das ist eine der beherrschten Klassen. Davon müssen wir unterscheiden, die konventionelle Arbeiterinnenklasse, die sich nicht reduziert auf die schwindende Zahl der Produktionsarbeiterinnen und Produktionsarbeiter, sondern die immer neue, durch die veränderte Arbeitsprozesse immer neue Zufuhr erhält, beispielsweise in der Logistik, im Einzelhandel, allein 2,2 Millionen Beschäftigte im Einzelhandel, ja, die überwiegend schwere körperliche Arbeit oder belastende körperliche Arbeit verrichten und die, egal ob sie Arbeiter oder Angestellte heißen, nach der klassischen Definition Arbeiterinnen und Arbeiter sind. Ja. Und davon ist nochmal zu unterscheiden, das, was ich als neue Lohnarbeitsklasse bezeichne. Das knüpft an eine Debatte, die wir eigentlich schon geführt haben oder mein Doktorvater Frank Deppe mitgeführt hat in den späten 1960er Jahren und frühen 1970er Jahren. Das war die Debatte um eine neue akademisch qualifizierte Arbeiterklasse mit Blick auf die Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise gegen Leute wie Mallet, andere französische Soziologen, Thurin davon aus, dass da eine neue Lohnarbeitsklasse entstehe, die auch sozusagen den Blick nicht nur auf die Arbeit, sondern die Produktionsprozesse insgesamt hat, also mit einer kollektiven Intelligenz ausgestattet ist, die es tatsächlich erlaubt,
sozusagen sich eine Vorstellung zu machen von einer effizienteren, besser geplanten Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich finde, dass wir darüber nachdenken sollten, ob wir nicht tatsächlich eine solche Lohnarbeitsklasse in unserer Gesellschaft längst haben. Die wird fälschlicherweise immer der Mitte zugerechnet, ja. Aber wenn ich mal anschaue, was ein Harald Lesch, was andere Naturwissenschaftler in den Klimabewegungen an radikalen Vorstellungen über gesellschaftliche Veränderungen äußern, das trauen sich die meisten Soziologen überhaupt nicht. Ja? Crutzen, der Nobelpreisträger, der inzwischen Verstorbene, der die These vom Anthropozän vom Übergang zu einem neuen Erdzeitalter entwickelt hat, hat das klar mit der Botschaft verbunden, die Gesellschaft muss sich verändern. Dafür bin ich aber nicht zuständig. Da müssen andere sagen, wie das geschieht. Selbst Schellenhuber, der Klimaforscher, hat in seinem letzten Buch geschrieben, ob jetzt eine soziale Marktwirtschaft die Probleme mit dem Klimawandel besser löst oder eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft, das weiß ich nicht. Das schreit ja geradezu nach Antworten, nicht? Und ich erlebe immer wieder, habe beispielsweise mit Wissenschaftlern nicht den Max-Planck-Instituten, sondern diesen technologiefixierten Instituten diskutiert, dass da unglaublich viel Fachwissen, Fachkompetenz ist, auch viel Zweifel an dem, was gegenwärtig in der Gesellschaft abläuft. Deren Hauptinteresse ist nicht, sich jetzt gleich gewerkschaftlich zu organisieren, sondern die fühlen sich in ihrem Fachwissen nicht ernst genommen, in ihrer Professionalität nicht ernst genommen. Und ich glaube, dass da auch ein großes Reservoir, ungenutztes Reservoir an Menschen ist, die eigentlich was anderes wollen, auch die Fachkenntnisse besitzen, um das andere in Teilbereichen genau zu definieren, die politisch aber gar nicht abgeholt werden und die sich vielleicht bei den Grünen finden, vielleicht gar nicht wählen. Ja, das machen die mit akademischer Bildung eher seltener. Aber da muss man, glaube ich, drüber nachdenken. Und das Allerfalscheste wäre, diese Menschen einer Lifestyle-Linken zuzuordnen, die sich gewissermaßen über die kleinen Leute verächtlich herwacht. Das ist vollkommener Blödsinn, kann ich nicht anders sagen. Das hat auch nichts mit Klassenanalyse zu tun, sondern das hat, ja, ich verzichte mal darauf, das zu qualifizieren, aber das hält eine Analyse nicht stand. Und ich würde dafür werben, also nach den Gemeinsamkeiten dieser abhängigen Lohnarbeitsklassen zu suchen, nach den Schnittmengen, nach den Möglichkeiten, wie man sie progressiv politisiert. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, um einen Block der lohnarbeitenden Klassen zu bilden, der dann zum Träger einer solchen ökosozialistischen Utopie und ihrer Realisierung vor allen Dingen werden kann.